Ines Arland, bei der Besprechung des Etats des Bundesaußenministers werden da auch die grundsätzlichen Themen der deutschen Außenpolitik zur Sprache kommen? Absolut, Thomas Bader, so wird es sein. Und Sie haben es schon angedeutet, der Etat des Auswärtigen, der steht heute zu Beginn auf der Tagesordnung. Er gehört zahlenmäßig ja eher zu den Winzlingen. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, denn die deutsche Außenpolitik hat ja durchaus eine große Bedeutung. Aber mit 3,42 Milliarden Euro ist das tatsächlich zahlenmäßig nicht der Etat, der im Vergleich zum Beispiel von dem von Ihnen angesprochenen Ressort Arbeit und Soziales da irgendwie punkten kann nach der Zahl, aber eben inhaltlich, weil es geht um die Frage, in welcher politischen Landschaft leben wir weltweit. Und deswegen bin ich sehr froh, dass zwei ausgewiesene und erfahrene Außenpolitiker jetzt bei mir sind, nämlich Nils Annen, der Leiter der Arbeitsgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion, und Stefan Liebig, Obmann für die Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss, wo sie sich ja beide auch häufiger begegnen. Wenn wir gleich auf Obama kommen und seine Rede aus der letzten Nacht an die Nation, müssen wir vorher quasi zu unserer allgemein Verfasstheit, glaube ich, an eines feststellen. Vor etwa 2 Jahren hat der kürzlich verstorbene Peter Jolatour ein Buch herausgebracht, Die Welt aus den Fugen. Mittlerweile ist das fast Schlagzeile für jeden zweiten oder dritten Artikel in der Publizistik. Und aus dieser Prophezeiung 2012 ist der Befund 2014 geworden. Was sich viele jetzt fragen, ist, hat sich der Westen eigentlich strategisch verrannt in letzter Zeit? Wenn man das so verallgemeinern kann, denke ich, muss man die Frage beantworten. Wir haben es im Irak zum Beispiel auch mit den langfristigen Folgen einer völkerrechtswidrigen Intervention von George W. Bush zu tun, an der sich Deutschland, wie Sie sich sicherlich erinnern, nicht beteiligt hat. Aber wir haben natürlich in vielen Bereichen auch den Eindruck hinterlassen, auch bei den Menschen in unterschiedlichen Krisenbereichen, dass wir uns eigentlich gar nicht so sehr für ihre Lebensrealität interessieren, sondern unsere eigenen Interessen verfolgen. Insofern ein selbstkritischer Blick ist schon auch angesagt. Hat der Westen einen Plan B, Stefan Liebig? Also es scheint nicht so. Wenn man sich anschaut, dass die Pläne der Vergangenheit, Konflikte militärisch zu lösen, was die so gebracht haben. Ich schaue auf Afghanistan, ich schaue auf Libyen, ein Land, was vollständig im Eimer ist. Ich glaube, da muss man sich schon fragen, ehe man mit Luftschlägen droht, ob man weiß, was danach passiert. Und ich glaube, darum hat sich der Westen in der Vergangenheit zu wenig Gedanken gemacht. Und das muss anders werden. Gucken wir mal, jetzt fangen die Gedanken an. Vor 10 Tagen hatte US-Präsident Obama noch gar keine Strategie gegen den Islamischen Staat, gegen die IS-Terrormiliz. 10 Tage später macht er eine Rede an die Nation, legt sowas wie eine Strategie vor. Die Frage ist, wie plausibel ist die und wie verfolgbar, Herr An? Das, was wir jetzt über die Rede gehört haben, finde ich plausibel und auch nachvollziehbar. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor der zentrale weltpolitische Akteur. Und wir haben über 3 Jahre einen Bürgerkrieg in Syrien erlebt. Ein Krieg, der eine albtraumartige Situation hinterlassen hat. Einige der ältesten Städte der Zivilisation der Menschheit sind zerstört und es ist eine neue Miliz entstanden. Der brutalste Ableger der islamistischen Terroristen ISIS hat sich durchgesetzt und bedroht letztlich auch unsere Werte hier in Deutschland. Wir haben viele Menschen auch aus Deutschland, die dort kämpfen, die dorthin gereist sind, die zurückkehren mit diesen Erfahrungen, mit der Radikalisierung. Wir müssen gemeinsam gegen ISIS vorgehen und ohne die amerikanische Unterstützung wird es nicht funktionieren. Auf das gemeinsam werden wir gleich noch kommen, aber zunächst auch die Frage an den Linken mit der ganz speziellen linken Position ihrer Fraktion, wo sich ja gerade so ein bisschen auch Dinge bewegen. Obama hat jetzt einen Plan, aber ist der gut aus Sicht eines Linken? Also ich fand, dass das, was er heute Nacht erzählt hat, hilflos klingt. Ich glaube, dass das eine falsche Strategie ist. Ich glaube, dass sie nicht funktionieren wird. Er hat die UNO nur in einem Nebensatz erwähnt. Er bildet eine Koalition der Willigen, wo man gar nicht so richtig weiß, mit wem. Das ist nicht weiter ausgeführt worden. Und die Idee, dass man jetzt einen Teil der Opposition gegen Assad bewaffnet und unterstützt und dass die quasi gleichzeitig gegen Assad und ISIS kämpfen sollen, wo sie zum Teil sogar selbst mit islamistischen Gruppen wie der Al-Nusra-Front zusammenarbeiten, das ist mir vollständig schleierhaft. Also ich glaube nicht, dass diese Strategie funktioniert. Koalition der Willigen, dieser Begriff ist durchaus schon auch in den letzten Tagen gefallen. Wir sind damit drin, das sind 10 Länder insgesamt, aber wir sind damit dabei. Zu wenig arabische Staaten, um das wahrscheinlich wirklich schlagkräftig zu machen. Aber was heißt das für uns konkret? Heißt das, was Herr Missfelder heute auch schon in einem Interview eingestanden hat, dass das vielleicht auch deutsche Soldaten bedeutet im Irak? Das halte ich für ausgeschlossen, die Idee, die deutsche Luftwaffe dort zu beteiligen. Die ist weltfremd, sie hilft übrigens auch den Menschen dort nicht. Es mangelt ja nicht an militärischen Einrichtungen. Das, was wir jetzt tun müssen, und die Frage, die kann man nicht umgehen mit dem Hinweis auf Fehler in der Vergangenheit, ist dafür zu sorgen, dass ISIS nicht weiter
ihren Vormarsch realisieren kann. Das würde desaströse Folgen haben, übrigens für viele Millionen von Flüchtlingen, beispielsweise in den kurdisch dominierten Regionen, die Zufluchtsorte sind, aber auch für die Staatlichkeit, die Regierbarkeit der Region. Deswegen gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt lange zu warten. Aber richtig ist natürlich, eine politische Lösung ist am Ende notwendig. Dafür brauchen wir politische Allianzen. Und ISIS, das zeigt sich ja, bedroht inzwischen auch die Staaten, die zum Teil in den letzten Jahren islamistischen Terror mit unterstützt und auch finanziert haben. Und auch dort ist denen der Schreck in die Glieder sozusagen geraten. Und die saudische Diplomatie beispielsweise, wenig beachtet in Deutschland, hat zu einer Konferenz eingeladen. Es wird auch inzwischen wieder gesprochen zwischen Iran und Riad. Das ist dringend notwendig. Und ich erwarte von den Amerikanern nicht nur, dass sie sich jetzt konkret engagieren, sondern dass sie auch die selbst auferlegten Sprechverbote in Frage stellen. Wir müssen mit allen reden und dann gibt es eine Chance auf eine langfristige Lösung. Jordanien und das angesprochene Saudi-Arabien mit der Konferenz heute, wichtige Player in diesem Konflikt. Man kann natürlich Syrien nicht außen vor lassen. Da sollen jetzt auch mit Luftschläge dort auf die Stellung der ISIS dort stattfinden, der IS dort. Aber man muss sich dann natürlich fragen, wer an Syrien denkt, muss an Assad denken. Also Herr Liebig, ist eine Lösung der IS-Frage ohne Assad irgendwie denkbar? Das kann man doch nicht umgehen. Also als erstes gilt es festzustellen, dass Assad selbstverständlich ein nicht legitimierter, schrecklicher Diktator ist. Und er trägt hohe Verantwortung für hunderttausende Tote. Und trotzdem, wir müssen in dieser Welt Realpolitik machen. Und ich halte es für vollständig ausgeschlossen, dass man einen Teil der säkularen Opposition so bewaffnet, dass sie diesen Kampf gleichzeitig in die eine Richtung und in die andere Richtung führt. Und deswegen war ich schon erstaunt über den Teil der Rede von Herrn Obama. Er hat nur gesagt, Assad sei nicht legitimiert. Er hat Russland nur in einem völlig anderen Zusammenhang erwähnt, obwohl klar ist, dass Russland in diesem Teil der Welt Interessen hat. Russland ist ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Da gehören die Probleme auf den Tisch. Da müssen sie gelöst werden. Und ich glaube, die Zeiten der Koalition der Willigen sind vorbei. Ohne Zustimmung im Übrigen von Assad, Luftschläge in Syrien zu verüben, ist ein weiterer Anschlag auf das Völkerrecht. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und das wird man später bitter bereuen. Die UN mehrfach erwähnt, aber man muss natürlich auch sagen, New York ist relativ ruhig in diesen Tagen und Wochen und konzentriert sich auch auf andere Konflikte. Es ist ja nicht so, dass es der einzige auf der Welt wäre. Aber wenn wir noch eine kleine Sekunde im Irak bleiben und das nochmal vor dem Hintergrund neuer deutscher Außenpolitik beleuchten, dann hat der Deutsche Bundestag, das ist nur wenige Tage her, es in seiner Mehrheit für gut geheißen, dass es Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak gibt. Die Frage ist nur, kann irgendjemand garantieren, dass diese Waffen in den richtigen Händen bleiben, wenn es überhaupt richtige Hände dafür gibt? Nein, das kann keiner endgültig garantieren. Das haben wir auch nie behauptet. Wir sind in einer extremen Situation, in der man innerhalb weniger Tage entscheiden musste, ob man den dortigen Peschmerga hilft, den Vormarsch von ISIS zu stoppen. Es gab eine sehr und gibt nach wie vor eine sehr konkrete Bedrohung. Eine 500.000 Flüchtlinge sind betroffen und deswegen ist es eine schwierige, aus meiner Sicht aber richtige Entscheidung. Aber ich möchte nicht den Eindruck hinterlassen, die Frage der Waffenlieferung würde im Mittelpunkt unserer Politik stehen. Wir unterstützen beispielsweise den jetzt hoffentlich erfolgreich verlaufenden Regierungsbildungsprozess. Ein Grund für die Unterstützung für ISIS liegt ja darin, dass der ehemalige Premierminister al-Maliki die Sunniten systematisch ausgegrenzt hat und damit für eine Unruhe und eine Unzufriedenheit gesorgt hat, die diese Form der Unterstützung für ISIS erst möglich gemacht hat. Und wir werden auch bei den Haushaltsberatungen, ich bin mir ganz sicher, dafür sorgen, dass die Bundesregierung in die Lage versetzt wird, die unglaubliche humanitäre Situation besser zu bewältigen, das UN-Flüchtlingskommissariat zu unterstützen, das Welternährungsprogramm, die inzwischen fast staatliche Funktionen übernommen haben. Das steht im Mittelpunkt unserer Politik. Herr Liebig, nur um es noch mal klar auf den Punkt zu bringen, Sie haben mehrfach jetzt die UNO erwähnt. Man hat den Eindruck, auch innerhalb der Linksfraktion ist einiges ein bisschen in Bewegung gekommen. Sie haben am 1. September gegen die Waffenlieferung gestimmt und trotzdem hört man nach einigen auch internen Debatten, Stichwort Gregor Gysi, die Grundlinie heißt weiter keine Auslandseinsätze, aber mit UNO-Mandat dann schon punktuell? Sie haben richtig erkannt, dass es eine Debatte ist, die wir uns sehr schwer machen und auch zu Recht sehr schwer machen. Man hat ja gesehen, in allen Fraktionen gab es Bedenken bezogen auf Waffenexporte. Es gab auch bei uns anfänglich den Vorschlag, ob das nicht eine gute Idee sein könnte. Wir sind nach einer intensiven Debatte zu der Entscheidung gekommen, dass die Risiken hier überwiegen, dass der Tabubruch, erstmals tausende Pistolen und Granaten und Maschinengewehre in ein Kriegsgebiet zu liefern, dass der aufgrund falscher und nicht berechenbarer Konsequenzen erfolgt ist. Und wir sagen tatsächlich,
auch wenn das bei uns nicht einfach ist, hier muss die UNO entscheiden, und zwar gemäß ihrer Charta. Und wir haben da nichts ausgeschlossen, wir haben aber auch nichts konkret benannt. Letztlich muss der UN-Sicherheitsrat darüber beraten, was zu tun ist. Und ich finde, eines der wichtigsten Punkte, und die hat gestern Präsident Obama auch ausgelassen, ist, dass seine eigenen Verbündeten, Türkei und Saudi-Arabien, klar angesprochen werden müssen. Es ist nach wie vor so, dass Geld und auch Kämpfer von der Türkei und von Saudi-Arabien nach Syrien hineingespült werden, und das geht so überhaupt nicht. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf einen Konflikt, der uns auch sehr nahe liegt und uns schon seit Monaten beschäftigt, Ukraine-Russland-Konflikt. Die Europäer, Herr An, bringen ständig neue Sanktionen auf den Plan, die sie dann nicht in Kraft setzen. Wie glaubwürdig ist denn das? Ja, wir haben ja schon ein umfassendes Sanktionsregime. Und das ist eine politische Botschaft. Ich denke immer, man muss die Sanktionspolitik quasi wie eine Form der politischen Sprache verstehen. Es ist ein Element der Diplomatie, und wir wollen ja eine politische Lösung. Wir haben jetzt Verhandlungen zwischen der Ukraine und der russischen Seite und den dortigen Separatisten. Es gibt ein Abkommen in Minsk. Das ist nicht perfekt, aber es ist ein erster wichtiger Schritt. Wir hoffen alle, und unsere Erwartung ist auch, dass der dortige Waffenstillstand eingehalten wird. Und beide Seiten müssen jetzt sich politisch bewegen. Das gilt natürlich vor allem für die russische Seite, die Ursache für diesen Konflikt, die sich gegen das internationale Recht gestellt haben. Ich will aber auch offen sagen, ich habe auch Erwartungen an die Regierung in Kiew. Dort gibt es rechte Freischärler, die zum Teil in der Ostukraine kämpfen, die nicht alle immer auf den Befehl von Präsident Poroschenko hören, die auch provoziert haben. Beide Seiten müssen jetzt an diesen Verhandlungstisch geführt werden mit Unterstützung. Wir tun das beispielsweise, indem wir die OSZE stärken. Und deswegen ist so eine Sanktionsentscheidung ja kein Selbstzweck, sondern es geht immer darum zu signalisieren, wenn ihr euch bewegt, dann gibt es dort vielleicht auch Spielraum. Wir haben immer auf diese flexible Ausgestaltung sehr, sehr großen Wert gelegt. Herr Liebig, wenn wir die politische Lösung wollen und wenn wir jetzt noch den NATO-Gipfel von Wales letzter Woche da noch mit reinnehmen in unsere Gedanken, wie taktisch geschickt ist denn das, dass die NATO jetzt sagt, jetzt gehen wir etwas stärker an unsere Ostgrenzen, machen damit eine kleine Provokation Richtung Russland. Nicht anders kann man das verstehen. Wir halten zwar die Russland-Akte aufrecht, aber letztendlich sagt uns Putin gestern, er arbeitet bis Ende des Jahres an einer neuen Militärdoktrin. Da haben wir doch jetzt mit Zitronen gehandelt. Auch hier gilt es zuerst festzustellen, dass Russland falsch und völkerrechtswidrig gehandelt hat. Und trotzdem muss man sich fragen, welche Reaktionen darauf schlau sind. Und ich finde, dass diese Krise kein Weckruf für die NATO ist, sondern ein Weckruf für die OSZE. Was Herr Rasmussen und seine Organisation da treiben, das hilft niemandem, auch keinem in der Ukraine. Und ich glaube, mit Drohungen und übrigens auch Sanktionen kommt man nicht weiter. Herr Steinmeier hat am Beginn der Krise gesagt, wenn man so viel Energie wie in die Erarbeitung neuer Sanktionen, in die Erarbeitung diplomatischer Lösungen stecken würde, wären wir viel weiter. Und ich finde, da hat er immer noch recht. Vielleicht noch in einem letzten Satz, Herr Annen. Wenn Jens Stoltenberg am 1. Oktober dann das Erbe von Herrn Rasmussen antritt, wird das dann sozusagen eine bessere Variante, weil der ein klein bisschen besseres Händchen hat für die Dinge? Also wir haben auf jeden Fall die Hoffnung. Und an der Stelle sind Stefan Liebig und ich uns, glaube ich, sehr einig. Die Rolle von Herrn Rasmussen ist eine, die irgendwann mal bewertet werden muss, die aber mit Sicherheit nicht konstruktiv war, alleine auf das Militär zu setzen. Das führt in einer so angespannten Lage eher dazu, die Gefahren zu erhöhen. Das ist sicherlich nicht die Aufgabe der NATO, und Jens Stoltenberg wird es besser machen. Meine Herren, das Klingeln sagt uns, dass Sie jetzt rein müssen. Nils Annen, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Außenpolitik in der SPD-Bundestagsfraktion. Stefan Liebig, der Obmann für Die Linke im Auswärtigen Ausschuss. Darf mich herzlich bedanken für Ihre Expertise heute Morgen hier live bei Phoenix. Wir werden Sie den Tag über begleiten und natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten. Viel Erfolg für Ihre Beratungen. Meine Damen und Herren, wir werden gleich einen Blick in den Saal werfen. Der Etat des Auswärtigen, nicht der größte, wir haben es schon gesagt, in den Zahlen, aber durchaus einer der viel zu tun hat mit unserer Wahrnehmung in der Welt. Neue deutsche Außenpolitik, so wie sie im Januar von Bundespräsident Joachim Gauck aufgerufen wurde, damals auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns als Deutschland neu positionieren müssen. Das heißt natürlich auch mit Engagement, nicht nur in Zahlen, sondern auch in Taten. Das wird jetzt langsam eingefordert. Wir haben es besprochen, bei den Waffenlieferungen für die Kurden im Nordirak fängt das an. Aber es wird möglicherweise weitergehen.
Der angesprochene NATO-Gipfel hat unter anderem beschlossen, einen Readiness Action Plan, einen Aktionsplan, der eine schnelle Eingreiftruppe beinhaltet, die innerhalb von 48 Stunden möglicherweise auch aktiv werden soll. Und so etwas bedeutet tatsächlich auch Herausforderungen für Deutschland an Mensch und Material. Es gibt einen weiteren Beschluss von diesem NATO-Gipfel, der unter anderem besagt, dass 2% des Bruttoinlandsprodukts künftig der Verteidigungsetat umfassen soll. Für 2015 greift das nicht für diese Haushaltsberatungen, aber in Zukunft, da hat die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schon angemeldet, in Zukunft kann das tatsächlich bedeuten, dass da etwas gemacht wird, und sie wolle darüber mit dem Parlament ins Gespräch treten.